Natur-, Umwelt- und Energiekommission von Arlesheim beteiligt sich auch im Jahr 2020 an den Tagen der Sonne. Am 18. und 19. Mai haben die Liegenschaften am Hirslandenweg 14 und 16 können besichtigt werden. Ihr Zusammenschluss zum Eigenverbrauch vom selber produzierten Strom ist einzigartig. Die Tage der Sonne ist eigentlich eine gesamtschweizerische Aktion, wo Gemeinden und Private können mitmachen können. Und die Gemeinde Arlesheim ist Energiestadt. Und als Energiestadt ist man verpflichtet, alle vier Jahre ein gewisses Programm abzuliefern, respektive in verschiedenen Bereichen für umweltfreundliche Energien sich einzusetzen oder auch fürs Energiesparen. Und als Energiestadt hat man eigentlich sechs Bereiche, wo man aktiv sein muss. Bei den gemeindeeigenen Bauten und Anlagen, bei der Mobilität, dann aber auch in der Raumplanung. Also man muss Rahmenbedingungen setzen, die eben dazu führen, dass Energie gespart wird. Und ein wichtiger Bereich ist sicher auch Beratung. Beratung von interessierten Bauherrschaften, interessierten Investoren, wie sie können Energie sparen können oder vor allem auch mehr neue erneuerbare Energien nutzen. Unsere Solaranlage hat vor allem die Aufgabe, dass wir den eigenen produzierten Strom auch selber nutzen können. Zu diesem Zweck haben wir einen Speicher installiert, damit wir die Energie, die wir nicht ins Netz einspeisen können, nachts verbrauchen können und die wir auch brauchen können, um unsere Elektroauto zu laden. Die Idee ist eigentlich über Jahre entstanden. Wir sind eine Eigentümergemeinschaft von 10 Eigentümern und wir sind immer ein bisschen innovativ gewesen, haben uns überlegt, wie könnten wir einen Beitrag zu der Energiewende leisten. Und so ist das Projekt über die 10 Jahre eigentlich entwickelt worden. Mit dem Realisieren von unserer Photovoltaikanlage haben wir uns auch entschieden, ein ZEV zu bilden, einen sogenannten Zusammenschluss zur Eigenverbrauchsgemeinschaft. Durch das Bilden von einem ZEV haben wir jetzt nur noch einen Stromzähler von unserem Strombezüger von der Primeo und wir haben hier eigene Zähler, die wir für unsere interne Abrechnung brauchen. Wir stehen hier vor unserem Hauskraftwerk. Das Hauskraftwerk hat die Aufgabe, den Gleichstrom, den uns die Photovoltaik abliefert, vom Dach in Wechselstrom umzuwandeln, damit wir ihn nachher im Haus direkt verbrauchen können. Der Strom, den wir nicht direkt verbrauchen können, wird in diesem Hauskraftwerk in Batterien gespeichert. Die gespeicherte Energie in der Batterie die dient uns dann dazu, in der Nacht unseren Energieverbrauch zu decken. Was bei dieser Anlage speziell ist, wir haben eine sogenannte Notstromfunktion. Also soll es einmal so weit kommen, dass unser Netz ausfällt und kein Strom mehr vom Netzbezüger bezogen werden kann, können wir dank dieser Batterie unsere Heizung und Warmwasseraufbereitung weiter betreiben, sodass die Leute im Winter nicht frieren müssen. In der Einstellhalle haben wir 4 Ladepunkte installiert, wo wir Elektroauto aufladen können. Wir haben bereits 2 Autos, die in der Einstellhalle da sind. Zukünftig wird es mehr sein und so können wir den selber gewonnenen Strom direkt in unsere Elektroauto speichern und für unsere Mobilität brauchen. Unsere Eigentümergemeinschaft hat schon einige Jahre zurück immer etwas mehr eingezahlt in den Erneuerungsfonds, als das eigentlich zwingend nötig gewesen wäre. Durch das haben wir ein Polster bilden. Und aus diesem Polster haben wir jetzt die Investition von dieser Photovoltaikanlage realisiert. Durch das Ansparen dieser Investition im Erneuerungsfonds können jetzt die Eigentümer direkt profitieren. Das heisst, sie haben eigentlich die Amortisation dieser Investition bereits vorgezogen. Und sie können jetzt günstigen Strom von ca. 6 Rappen beziehen. Also wir denken, dass wir die Investition in etwa 15 bis 17 Jahren zurückgewonnen haben. Das wäre die Amortisationszeit. Die Idee, dass man mitmacht bei den Tagen der Sonne, hatte die Naturschutz-, Umwelt- und Energiekommission. Die Kommission ist eine beratende Kommission vom Gemeinderat. Die ist auch gewählt vom Gemeinderat.
Und eben weil wir die Aufgabe haben, eine gewisse Beratung wahrzunehmen von der Bevölkerung und auch müssen dazu beitragen, dass wir die Energiewende schaffen, also bis 2050, dass man eigentlich loskommt von den fossilen Energien, haben wir auch eine gewisse Verpflichtung, dass wir da aktiv sind.